Ich bin Nakatja. 50 Rebellen fielen in unser Haus ein und plünderten alles, was wir hatten. Sie rissen mein Baby aus meinen Armen und warfen es in die Ecke. Dann haben sie mich vergewaltigt, immer und immer wieder, vor den Augen meiner gefesselten Söhne. Ich heiße Vumilia. Ich wurde von Rebellen überfallen, vergewaltigt und in den Wald verschleppt. 3 Monate war ich als Sexsklavin gefangen. Als ich endlich in mein Dorf zurückkam, war ich schwanger. Mein Mann konnte mich nicht mal mehr ansehen. Und ich war völlig am Ende. Ich bin Solange. Ich bin mit dem Leben davongekommen. Trotz Entführung und mehrfacher Vergewaltigung. So wurde ich schwanger. Mein Mann wollte mich aus dem Haus jagen. Niemand wollte mir helfen. Wie sollte ich je das Kind eines Rebellen lieben? Lange Zeit war alles ganz leer in mir, weil ich all das Leid nicht ertragen konnte. Aber gute Seelsorger haben mich behutsam ins Leben zurückgeholt. Mein Mann und ich haben im Traumazentrum gelernt, wieder miteinander zu reden. In meiner Frauengruppe nähe ich Kleider und verdiene so das Schulgeld für meine Kinder. Ich hoffe, dass alle Täter einmal bestraft werden. Ich habe mich für meine ungeborene Tochter entschieden. Mein Mann führt seit Monaten lange Gespräche mit den Trauma-Experten. Aber ganz oft spielt er jetzt mit der Zweijährigen.